Ja, meine Damen und Herren, es gibt eine Satzung über die Mitwirkung von Seniorinnen und Senioren in der Stadt Gera und das ist auch gut so. Und in dieser Satzung ist geregelt, in § 1 Absatz 1, die Stadt Gera hat neben dem Seniorenbeirat einen Seniorenbeauftragten. Der Vorsitzende des Seniorenbeirates ist gleichzeitig der Seniorenbeauftragte der Stadt Gera. Und auch das ist gut so. Wir können keinen Grund dafür erkennen, warum das jetzt plötzlich geändert werden soll. Das hat sich jahrelang bewährt und was Herr Domkowski gerade gesagt hat, ließ ja tief blicken. Das mag der Ansporn sein. Es wurde gesagt, die Tatsache, dass im Dezember letzten Jahres ein Vorschlag, ein Wahlvorschlag, offenbar ein nicht mehrheitsfähiger Wahlvorschlag hier durchgefallen ist im Stadtrat, führt dazu, dass die Satzung nun geändert werden muss. Also das stößt mir so ein bisschen bitter auf. Wie wäre denn der Ansatz, wenn ein Kandidat nicht gewählt wurde, einfach einen mehrheitsfähigen Kandidaten aufzustellen und den dann wählen zu lassen? Ich muss ja mitnichten eine Satzung ändern, nur wenn derjenige Personalvorschlag, der mir vorgeschwebt hat, nicht durchgesetzt wurde. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir als AfD sind gegen die Änderung der Satzung. Wir halten die Satzung so, wie sie zurzeit vorliegt, für praktikabel, für jahrelang bewährt. Das sollte so bleiben. Und da bleiben uns auch so Unsinnigkeiten erspart wie in § 1 Absatz 3, wonach nach der neuen Fassung der Seniorenbeauftragte das vom Seniorenbeirat genannte Mitglied in allen öffentlichen Sitzungen, offenbar auch zu allen Themen, auch wenn es um Fahrradwege in Zwözen geht oder dergleichen, Stellung nehmen soll. Also das geht sowieso zu weit, diese Fassung. Und letztlich lässt noch tief blicken die Tatsache der Vergütung. Bisher habe ich eine Position, die bekommt 100, wird vergütet, entgeltet, entgolten mit 100 Euro im Monat. Jetzt spalte ich die Position auf. Da sollte man doch vermuten, dass ich, wenn ich aus einem Posten zwei Posten mache, jeder die Hälfte bekommt. Aber mitnichten ist das der Fall, wenn man in § 2 Absatz 2 und den neu angedachten Absatz 3 hineinschaut. Danach behält der ja Entlastete nach der neuen Satzung Vorsitzende des Seniorenbeirats weiterhin 100 Euro im Monat und der Seniorenbeauftragte kommt für eine Tätigkeit, die ja eigentlich aus dem anderen Teil herausgelöst wurde, 50 Euro mehr. Auch das macht diesen Änderungsentwurf zur Satzung für uns nicht zustimmungsfähig und wir hoffen, liebe Kollegen des Stadtrates, dass hier persönliche und parteiische Ambitionen oder Befindlichkeiten zurückgestellt werden, dass es alles so bleibt, wie es ist. Das hat jahrelang funktioniert und soll auch so bleiben. Vielen Dank.